Die Andacht zum Tag aus den Pfarrämtern in Grünstadt. Ein feste Burg ist unser Gott. Guten Tag, ich bin Jutta Lindemann und wohne in Dirmstein. Schön, dass Sie reinhören. Viel war geschehen in den vergangenen Tagen, in den vergangenen Wochen. Wir wurden von Leid, von grundlegenden Zweifeln und Depressionen durchgeschüttelt. Corona hält uns immer noch fest in der Hand. Was kann mir jetzt noch helfen? Wo finde ich Hoffnung und Zuversicht? Im Psalm 46 lese ich: Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in großen Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken. Gott ist uns Zuflucht und Stärke. Da fällt mir ein Trostlied ein. Martin Luther dichtete: Und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr. Ein feste Burg ist unser Gott. Ein Trostlied, auch für uns heute. In all den Erfahrungen unseres Lebens können wir gewiss sein, da ist einer, der uns hält, der uns mit seinem Schutz umgibt, eine feste Burg. Das ist unser Gott. Darauf können wir vertrauen, im Leben und im Sterben. Gott erweist uns seine Liebe darin, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Wenn du dich bei Gott geborgen weißt, dann kann die Welt um dich herum noch so toben und wüten, dann darfst du darauf vertrauen, dass Christus für dich streitet. Du musst weder Gott noch dir noch der Welt beweisen, wer du bist. Dass du Gottes geliebtes Kind bist, dafür hat Jesus schon längst gesorgt. Aus Gottes Gnade und durch seine Liebe weiß ich, was auch immer geschehen mag, in Gott, der festen Burg, bin ich geborgen. Jesus Christus hat uns gezeigt, dass wir in allem, was auch kommen mag, nie aus den Händen Gottes herausfallen können, selbst im Tod nicht. Er hat uns gezeigt, dass am Ende unserer Zeit nicht das Nichts oder das Chaos steht, sondern der Sieg des Lebens, das Reich Gottes und seine Herrschaft und seine Herrlichkeit. Ich verdanke mein Leben der Gnade und Liebe Gottes. Getragen von dieser Liebe darf ich mein Leben selbstbestimmt und selbstbewusst führen. Eine feste Burg ist unser Gott. Also wirklich ein Trostlied, ein Mutmachtlied zum Leben in dieser Welt, zu einem Leben von Gott geführt. Lasst uns beten. Barmherziger Vater, auf dein Wort wollen wir hören, dir wollen wir vertrauen. In deine Hände legen wir unser Leben mit all den Ungewissheiten, den Zweifeln, den Hoffnungen und Ängsten. Führe du uns. Wir bitten dich um deinen Segen für unsere Welt, für unser Land, für unsere Gemeinde und für unser Miteinander. Danke, dass du uns immer wieder deine Liebe zeigst. Danke, dass du uns immer wieder die Gewissheit gibst, du bist uns nah. Nichts kann uns von dir scheiden. Dafür loben wir dich. Amen. Nun bleibt behütet mit dem Segen des Herrn. Mit seiner Gnade beschenke euch Jesus Christus. Gottes Liebe begleite euch auf all euren Wegen. Der dreieinige Gott halte euch in seiner Gemeinschaft und schenke euren Herzen seinen Frieden. Amen. Bleiben Sie gesund, Ihre Jutta Lindemann.